Treiben holländische Sprengbanden in Deutschland ihr Unwesen? 9 Überfälle in nur 3 Wochen, 6 in Berlin, 3 in Brandenburg, aber auch in Westdeutschland scheinen die Täter bereits am Werk gewesen zu sein. So berichtet die Lausitzer Rundschau nach den neuesten Attacken auf Geldautomaten von einer heißen Spur, die in die Niederlande führen soll. Treibt tatsächlich eine Sprengbande aus dem Nachbarland bei uns ihr Unwesen? Die Attacken auf Geldautomaten haben sich in den letzten Wochen gravierend gehäuft. Dabei gehen die Täter schnell und routiniert vor. Richten mit ihren Sprengungen großen Sachschaden an. Ob und wie viel Geld sie dabei erbeuteten, ist noch nicht ganz klar. Aber es könnte sich immer wieder um die ein und dieselbe Bande handeln. Wie Frank Adelsberger, Leiter des Dezernats für organisierte und schwere Kriminalität beim Landeskriminalamt, LK, der Zeitung bestätigt, führen die Spuren ins Ausland, genauer in die Niederlande. Das Muster der Taten und als auch das zum Einsatz gekommene Gas spreche dafür. Auch in westdeutschen Regionen kam es im Laufe der letzten Monate zu vermehrten Sprengungen von Geldautomaten, 92 waren es allein 2017 in Nordrhein-Westfalen und auch in diesem Jahr häuften sich bereits Überfälle, wie Tag 24 berichtete. Doch es scheint fast so, als würden die Täter immer weiter nach Osten ausweichen, nachdem sie auch in Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz zuschlugen. Im vergangenen Jahr nahm die Polizei über 90 Täter fest, die Hälfte stammt aus den Niederlanden. Bisher waren in Brandenburg, Berlin oder Sachsen vorrangig deutsche oder polnische Banden am Werk. Doch nun scheinen auch Niederländer verstärkt für Chaos zu sorgen. So kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer weiteren Sprengung in Küretz, Ostprignitz-Ruppin, bei dem die Täter mit Gas und einer Taschenlampe eine Bank zerstörten.